Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty hier auf Steam Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich habe mir eben gerade zwischen den Folgen einen Kaffee hergeholt, den ich mir vor zwei Folgen sozusagen besorgt hatte oder beziehungsweise gekocht hatte. Der ist natürlich in einer sehr guten, trinkbaren, wie soll ich sagen? Wie kann ich denn die Taverne komplett abreißen? Abreißen jetzt? Kann ja möglich sein. Aber ich will die Taverne jetzt hier natürlich wegnehmen und will eine neue Taverne bauen. Taverne Stufe 2 würde ich gerne. Gucken, was man dafür braucht. So, Taverne 1 ist weg. Ein Gebäude abgerissen, aber wir wollen natürlich dann hier an dieser Stelle die Taverne 2 hinbauen wieder. Gebäude. Gebäude. War die Taverne drin? Jagdhütte 2. Nicht freigeschalten. Fischhütte können wir auch machen. Craft. Taverne 2. Oh, hier erstmal 10 Rundholz. Na gut, das ist jetzt auch nicht das Problem. Warte mal. Ich wollte mir eine Steinaxt craften. Eine Dingscraft. Eine Eisenaxt. Meine Herren. So. Da brauchte ich, glaube ich, 5 hiervon und ein Rundholz. Den Amboss brauche ich dafür. Crafting. Zeug. Eiserne Axt. Ah, da muss ich jetzt. Ah, da müssen wir erstmal was freischalten noch. Technologie. Holzzaun, okay. Schmiede, eiserne Axt, kaufen. So, Crafting, eiserne Axt. Oh, das dauert aber. Aber er hämmert und klopft. Wir machen unsere erste selbst hergestellte, aus dem selbst gecrafteten Eisen und also eine eiserne Axt. Sehr schön. So. Gut. Dann legen wir das Eisen wieder zurück. Und dann haben wir eine eiserne Axt, die wir jetzt ausrüsten können. Zwei. Gucken wir sie uns mal an. Sehr schön sieht sie aus. Und wir gucken mal, wie schnell wir jetzt so Holz fällen können. Wir haben ja schon auch auf Holzfällen gebumst. Ah, brauchen wir immer noch drei Schläge. Müssen wir noch einen Holzfällen reinlegen. Den nächsten Punkt, den ich dann fürs Sammeln oder sowas habe, da rein. So, ich brauche mindestens 10 von den Rundholz. Das heißt, wir können jetzt hier sowieso erstmal alle Bäume umnieten hier. Werde ich alle verbrauchen. Noch einer so nah dran hier. Auf da. Geht ja jetzt durch Strobel die Katze hier, ne? Die Haltbarkeit, oh, man sieht schon, so also ein paar Prozent gehen da schon runter für so ein paar Bäume hier. Einsammeln. Ein Stück brauchen wir. 8 haben wir jetzt. Haben wir jetzt schon? Und Holzstein und Stock mit einmal eingesammelt. Ja gut. So, dann wollen wir mal gucken. Dann kann ich nämlich jetzt hier bauen. Crafting Taverne 2. So, die hätte ich gerne hier hingestellt. Ja. Rennseiten rein. Der blöd jetzt so. Okay. Eingang liegt jetzt hier hinten.
Das nochmal rückgängig machen? Den Eingang in die andere Richtung. Dann brauche ich wieder 10 Holz, ne? Na gut, nee, dann bauen wir jetzt erst. So, was brauche ich an Baumaterial? Ich brauche Rundholz, 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 Rundholz. Okay, für jede Wand 7 Rundholz und um das Dach brauche ich 6 Bretter und ein Rundholz. Also, jetzt brauchen wir jede Menge Rundholz. Das heißt, wir werden mit der Axt losgehen, wenn hier diese Bäume da fällen. Diese Gruppe wird wegfallen. Wird wegfallen und dann liegt hier überall Rundholz rum und das müssen wir dann alles mal hierher tragen. Gut, okay. Dann würde ich sagen, ab ran an die Axt. Für jede Wand brauchen wir 7 Rundholz. Da müssen wir dann irgendwann mal alle loswerden wieder. Oh, ich muss was essen. Eieiei. Ich muss essen in der Tasche? Nee. Uiuiuiui, ich muss dringend was essen. Meine Gesundheit geht schon extrem an die Knie, oder? In der Kiste. Na. Gesundheit geht deswegen schon in die Knie. Vier. So. Den Fleisch mit Soße verbraucht. 4-mal. Na, Suppe ist auch nur noch 15-mal da. Wenn erst im Herbst hier was Neues kochen, ne? Vom Morchen und so da ernähren oder vom gebratenen Fleisch halt, ne? So. Und Holz, und Holz. Haben wir gleich zu viel? Ne? So. Dann brauche ich jetzt den. Ah. So, wie ihr seht, also das wird eine etwas größere Aktion. Und ich weiß noch nicht, wo ich die Bretter herstellen kann. Ein Sägewerk? Kann ich Bretter herstellen? Habe ich sowas wie ein Sägewerk? Geht das in der Werkstatt? Moment. Crafting, Gebäude, Ressourcen. Holzschuppen, das ist der Holzschuppen. Eine Werkstatt hätte ich. Okay, da schätze ich mal, dass ich in der Werkstatt das machen kann. Weil sonst müsste ich nicht sonst Bretter herstellen. Ah, müssen wir gucken. Ob ich noch eine Säge für brauche oder sowas. Kann natürlich sein, ne? So. Und was sie macht? Holz. Zwei Bäume ist eine Wand. Oh, wir haben ein paar Wände an dem Ding. Na ja, gut. Aber nicht weiter schlimm. Ding mal nicht verbaut. Noch mal trinken gehen. Eben. Ist noch nicht. Bretter weiß ich noch nicht, wie ich es herstellen kann. Naja, gut, das werden wir aber rausfinden, denke ich mir mal. Oder vielleicht muss ich das dann herstellen. Keine Ahnung. Ich will ganz kurz trinken. Das wird sich noch rausstellen. Wir werden wahrscheinlich auch jede Menge Rundholz für brauchen. Hier sind Rudeltiere. Na, Stein auf ihn, dann wollte ich. Hingehen. Lass uns mal da hingehen. Ah, hier liegt auch noch Rundholz rum, okay. Titi.
unser Rundholz da jetzt rein verarbeiten und dann mal die Gruppe, Baumgruppe da noch töten. Oh, da brauchen wir mal. Puh, nee, muss da. Das ist halt so. Den Hammer wollte ich haben, danke. Den Prozent. Ah. Fünfzehn, 20, 25, na immerhin. So. 25% machen wir fertig. Und ich weiß immer noch nicht, wo ich hinterher gecraftet kriege. Ist das hier unter weitere Möbel? Möbel? Nee. Zäune, Palisaden. Nee. Lagerfeuer? Nee. Nee. Okay, Crafting. Was nur Brennholz? Okay, gehen wir mal ganz kurz in die Werkstatt. Die ich abgerissen habe. Hitzebretter hat. Nee. Einwerkzeuge sind Werkzeuge. Nee. Fisch des Zimmermanns. Brett. Nicht genug Ressourcen. Ah ja. Ein Rundholz. Ein Brett. Feuer. Das wird noch teuer. Na gut. Ist halt so. Dann könnte ich doch eigentlich da Bretter herstellen lassen, ne? Warum kann ich denn da keine zwei Mann einstellen? Muss ich da zwei Mann einstellen können? Das war nie was. Naja. Ist das halt so, ne? Da haben wir also im Herbst auch noch was oder im Sommer noch mit zu tun, eine Taverne aufzubauen, damit wir dann in der Taverne wieder kochen können. Und man, wir können ja zur Zeit immer noch zu Hause kochen, das ist ja kein Problem, aber wie gesagt, das wird auch uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich hoffe, dass ich denn jetzt demnächst noch einen Punkt lege in die Sammelgeschichte hier. Dass ich dann mal noch schneller Holz hacken kann. Und Rundholz rum. Kann ich sagen. So. Wo bin ich denn? Ah. An der Grenze. Warte mal, dann mache ich jetzt mal ein paar Bretter, damit ich mal gucken kann, was mit meinem Dach da passiert. Erstens, wie lange das Bretter machen dauert. Zweitens. Okay, dauert 5 Sekunden, ein Brett zu machen. Ich wollte aber eigentlich R drücken. Man wollte eigentlich insgesamt 7 Bretter mitnehmen und den Rest ans Vollholz. Und dann müsste ich, glaube ich, ein Dachteil dann fertig kriegen. Ich glaube, 6-7 Bretter brauchte ich. Wenn ich mich recht. Recht. Hm, okay. Ich lese gerade einen Kommentar von der Sonntagsfolge. Leute, die du anwerben kannst, arbeitslos sind. So, naja. Nach der Arbeit zu fragen, ist wahrscheinlich nicht ganz so clever, ja. Könnte man fast von ausgehen. Oh, gucken. So, wie viel brauche ich denn hier jetzt für ein so ein Dachsegment? 6 Bretter. Oh, ich habe aber 14 Bretter. Ah, okay, ich gebe also 2 Bretter raus. Sehr schön. Ein Rundholz habe ich noch. Kann ich damit hier noch an der Wand fertigstellen? Nee, ne? Oh, ein Rundholz. Sehr gut, warum das? Gut, also hier brauchen wir noch jede Menge Rundhölzer. Naja, gut, 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 gut. Gucken wir mal, was sie uns schon noch gemacht hat, weil im Sommer müssen wir sie überheizen. Hier steht noch ein Baum drauf. Meine ich auch nochmal. Geht dann hier.
Und dann könnte ich erstmal ihre Rundhölzer, die sie jetzt hier nach hat, schon mal rausnehmen. Oh, 17 Stück. Auch mal nicht schlecht. Hier. Legen wir mal die 9 Kilo Stöcker hier noch raus. Und das Kilo Stein. Dann kann ich einigermaßen gut nochmal dahin gehen. Aber dann muss ich auch schon ins Bettchen, dann muss ich schlafen. Also die werden wir jetzt noch verbauen und dann werden wir uns ins Bettchen legen. Und dann machen wir den nächsten Tag weiter hier. Dann sollten eigentlich auch schon wieder ein paar Bäume hier in der Nähe gewachsen sein. Jetzt mal ganz fest von aus. Aber 17 Rundholzer, damit sich abschleppen, ist schon ganz schön. Ganz schön gut. So, jetzt ist der Hammer auch noch kaputt. Naja. So ist es halt. Gut, dann gehen wir jetzt schlafen. Gute Nacht und wir sehen uns gleich wieder. Im Sommer. Und jetzt müssen wir erstmal Landwirtschaft betreiben. Das ist wichtiger. Wir müssen nämlich den ganzen Flachs ernten. Und alles. Hier gibt es nämlich jetzt richtig was zu tun. Hier können wir nämlich Flachs ernten. 2 Felder weit. Sehr schön. Zwiebeln können wir auch schon ernten, ne? Ja. Zwiebeln können wir sammeln. Das können wir sammeln. Und dann können wir Kohl einsehen, ein Feld. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon Roggen ansehen kann. Das hier, das sind meine Beizenfelder, ne? Ja. Das sind die Flachsfelder. Die will ich jetzt dann auf jeden Fall haben. Und dann müssen wir zusehen, dass wir dann schon eventuell nochmal Eisen holen für eine Sense, ne? Wo dann demnächst? So. Machen wir die Sense hier mit und Lachs ernten. Lachsernte. War wieder teuer. So, hier liegt schon Flachs rum. Okay, das ist schon rumliegender Flachs. So. Flachsernte an sich. Weiß gar nicht. Also ich könnte jetzt schon Kohl anpflanzen hier, ne? Ein Feld Kohl und irgendwas war da noch, was ich im Sommer. War das Roggen im Sommer anpflanzen? Nee, Roggen war im Herbst anpflanzen, ne? Kohl ist auf jeden Fall im Sommer dran. So, ein Feld werden wir für Kohl noch vorbereiten. Wir den Kohl noch kriegen. Gucken wir mal, wie viel Flachsamen wir hier rauskriegen. Dann können wir nämlich noch ein paar Flachs verkaufen. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir den ganzen Flachs dann nämlich eigentlich auch dann ins Lager legen. Warte mal. Dann sollen wir jetzt nicht in der Behalte abfragen hier. Auch keine Sichel gibt, ne? Könnte auch ein kleineres Werk durch die Sichel geben. Na ja, gut. Nicht weiter schlimm. So, hier noch. Flachs mal da. So, dann müssen wir den Flachs noch dreschen. Das werde ich auch gleich noch machen. Und dann nehme ich wieder noch eine Verkaufsrüstung, nicht die Flachssamen. Also die Samenverkauferei, die ist nicht gar nicht so verkehrt. Mal die Zwiebeln noch rausrupfen. Machen wir erstmal Landwirtschaft. Erstmal machen wir Landwirtschaft immer, ne? Und dann können wir uns um andere Sachen kümmern. So. Aber wenn ich die Zwiebeln nämlich schon habe, dann kann ich nämlich schon wieder diese Zwiebelfleisch-Geschichte da kochen. Also Fleisch machen, Zwiebel-Eintopf kochen. Und dann habe ich nämlich schon wieder Nahrung für meine Bevölkerung. Bauen wir hier die Zwiebeln ein. Jetzt hier pro Feld etlich viele Zwiebelsamen und dann kann ich nämlich Zwiebelsamen schon wieder. Verkaufen! Sehr gut. Und die Samen sind auch leicht, ne? Also das ist dann wirklich, da kann man wirklich mal sagen, okay, kann man sich in die Kiste mal als Sparkasse legen, wenn man mal ganz viel Geld braucht.
kann man sich die ganzen Samen einfach verkaufen. Also wenn es denn ausreicht, sozusagen, und das wird wahrscheinlich so kommen, das wird ja ausreichen, wenn ich meine Landwirtschaft ein ganzes Jahr betreibe. Und das, was ich verkaufen will an wirtschaftlichen Produkten, kann ich sicherlich als Steuer benutzen immer. Und da wird sicherlich noch mehr Geld bei rumkommen. So, jetzt haben wir nämlich 29 Zwiebelsamen, davon kann ich also wieder ein paar verkaufen. 120 Zwiebeln haben wir gekriegt, auch sehr schön. Und 192 Flachs. So, dann werden wir jetzt erstmal Flachsen machen. Und dann bei den Möhren müsste natürlich dann auch demnächst was kommen. Und dann können wir noch ein bisschen Landwirtschaft betreiben. Vielleicht kriegen wir noch einen Punkt in Landwirtschaft, aber das glaube ich eher nicht so. So. Das glaube ich wirklich eher nicht so. Auch ein Punkt in Landwirtschaft. Craften, wenn wir vielleicht ein bisschen was kriegen. Aber hier wieder fleißig craften. Das zählt nämlich unter Craften, das hier, was wir jetzt machen. Und das schade, dass das nicht die Landwirtschaftspunkte boostet, weil das wäre cleverer. Oder besser verteilt, weil das ist landwirtschaftliche Arbeit. Das ist ja kein Craften, so in dem Sinne. Klar, es ist auch Craften, aber vielleicht auch die Teile, die Punkte aufteilen. Also, dass du die Hälfte Landwirtschaft, die Hälfte Craften kriegst, weil es ist ja immer noch Landwirtschaft. Gehört ja zum großen landwirtschaftlichen Bereich, Dreschen. Das ist ja das, worum es Mähdrescher gibt und sowas. Das ist ja, es ist ja noch ein landwirtschaftliches Unterfangen. Ein Hühnerstall wollte ich bauen. Muss ich noch junge Hühner kaufen. Schweinestall will ich erstmal noch nicht bauen. Na, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ein Schweinestall bringt. Also eher, ich bin eher für Schafhaltung. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Schweinestall Schaf halten kann. Ich glaube nicht. Aber da brauche ich nämlich einen Schafstall für. Oder ein Schafsgatter. Also ich würde gerne Schafe halten. Wegen der Wolle. Weil dann kann ich nämlich eine Klamotten herstellen. Und ich glaube, dass das ein recht lukratives Geschäft ist mit Klamotten. Quasi, wenn ich dann Kleidung herstelle. Kann ich dann selber schnell machen. Und klar, kann ich da auch die Frau drin anstellen. Aber ich glaube, dafür sind die nicht gemacht. Also die sind nicht dafür da, dass man die in dem Bereich nutzt. Also die Frauen sind wirklich, glaube ich, eher für Landwirtschaft, dass man die in Landwirtschaft oder beim Kochen einsetzt, dass die für einen die Sachen kochen. Ja. Vielleicht setzt es auch beim Kochen ein, dann. Weil, ja. Ja gut, ich meine, Holz habe ich auch schneller gefällt als sie, ne? Aber es ist immer so, Grundrauschen, was sie reinbringt, denn für Brennholz nutzen, ist schon ganz okay, ne? Muss man ja sagen. Also ich würde noch eine zweite Holzfäller-Sache bauen, damit ich nicht mehr an Holz komme. Ja, da muss ich sowieso mal gucken, wie es da aussieht mit den Punkten, wie weit ich da bin, ne? Weil das Holzfällen, da würde ich ganz gerne wirklich so viele Punkte dann haben, dass ich dann mit meiner Axt, mit meiner Eisenaxt zweimal zuhaue und dann ist der Baum umgelegt und ich dreimal zuhaue. Und die Werkzeuge schon. Aber gut, dass man kein Dreschflegel, aber das ist auch wieder so ein Ding, ne? Warum muss ich jetzt zum Dreschen kein Dreschflegel bauen? Auch inkonsequent, kommt vielleicht noch. Weil theoretisch ist das ja auch ein Werkzeug, was ich brauche dafür. Und den Amboss muss ich auch nicht extra bauen, ne? Und hämmern oder so. Ein Schmiedehammer, nee, ist schon okay. Gehört halt dazu. Gehört halt in die Scheune. Dreschflegel hängt da einfach rum. Ich glaube, das hat jeder in seiner Scheune hängen. Also bei uns früher war es jedenfalls so, dass wir immer ein Dreschflegel noch rumhängen. Ein ganz, ganz interessantes Bauprinzip, ne? Zwei Stöcker, die mit Leder vorne zusammengehalten werden und damit wird auf Korn eingehauen, damit die Körner rauskommen aus den Ähren. Und deswegen sind die Scheunen übrigens, also wie unsere Scheune, die da hinten gebaut ist, die wir gebaut haben, oder diese Hoftore, ne, dass die immer so durchgängig waren, das hatte einen Grund. Das hatte nämlich den Grund, dass man da nämlich das Getreide dann quasi gedroschen hat, oder drusch, und dann hat man die Tore aufgemacht und dann ist der, durch den Durchzug ist die Spreu vom Weizen getrennt worden. Ne? Also diese äußere Hülle, die um diesen Weizenkörner nochmal drumherum ist, die Spreu, die wurde dann durch den Wind halt weggeweht und die Weizenkörner blieben liegen. Ja. So, das nur noch mal so am Rande erwähnt. So, jetzt haben wir natürlich elendig viele Flachssamen, ne? 192 Flachssamen habe ich. Also die haben natürlich auch einen guten Verkaufspreis. Und sind leicht, wie Sau, ne? Die kriegen fast nichts. Wie gesagt, 192 ist nicht mal ein Kilo. 200 ist ein Kilo. Das ist schon okay. So, die Zwiebelsamen, da haben wir auch genug von. Die kann man auch verkaufen. Aber die Flachshalme, die werde ich jetzt natürlich hier reinlegen. Und dann müssen wir die Flachshalme dann verarbeiten lassen. Da muss ich eine Näherin einstellen dann, die denn mir aus den Flachshalmen den Stoff macht. Ja, die kann ja jetzt... Ach, mehr kann ich hier gar nicht reinlegen. Die Kiste voll. Oh. Nehmen wir den Stroh hier wieder raus. So, Stroh nehmen wir raus. Flachshalm rein. So. So, jetzt lege ich da ein bisschen Stroh wieder rein, falls ich Strohhüte machen muss.
oder will. Da müssen wir nochmal. Da muss ich im Management jetzt mal einstellen, dass wenn ich eine Näherin einstelle, dass die dann das Zeug macht. Okay, legen wir hier noch ein bisschen Stroh rein. Das stört ja keinen. So. Strohhut hat sie schon hergestellt. Ja, Johanniskraut zweimal. Das sammeln die aber nicht, ne? Das habe ich da reingelegt. Ja, ja, ja. Lederpelz habe ich ja auch. Muss ich auch mal alles verarbeiten. Na gut, so. Gut, dann haben wir das jetzt erstmal geschafft. Dann, ja, muss ich da die Ledersäcke holen. Dann muss ich hier düngen. Dann muss ich die Steinaxt holen. Und dann muss ich, dann mache ich da ein Kohlfeld draus. Und ich muss mal kurz auf den Roggen gucken, ob ich den Roggen schon anpflanzen kann. Im Herbst aussehen. Okay, also mache ich jetzt Kohlfeld fertig. Brauche ich eine einfache Tasche. Dann nehmen wir noch eine mehr mit. Und dann brauchen wir noch 16 Dünger. Weil wir bloß ein Kohlfeld machen wir nur und die Steinhacke nehme ich mit. So, das heißt, ich mache jetzt ein Kohlfeld hier vorne hin. Wo ist der blöde Beutel? Legen wir uns auf der 1. Die Steinhacke legen wir uns auf die 2. Brauchen wir nicht mehr. Sense jetzt. So, dann nehmen wir die 1, nehmen wir den Beutel. Der ist auf Zwiebeln ausgelegt. Moment, nee, der soll jetzt auf Dünger ausgelegt sein. Gehen wir kurz düngen. Ach Mensch, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Ich habe das Fleisch nicht in die Tasche gepackt, ne? Dass ich das spoile. Oder dass das vergammelt. Was könnte trotzdem vergammelt sein, weil das in meiner Kiste lag. Oh, da müssen wir gleich mal gucken. Vielleicht kann ich da selber Dünger herstellen. Oh. Beutel kaputt. Dass ein Lederbeutel so schnell kaputt geht, das hätte ich aber auch nicht erwartet. Macht nichts. Kann ich ja nachher ein paar Taschen kann ich mir nähen, wenn den die. Wenn der Flachs quasi ist und 17 mal Flachssamen oder Flachs Fäden und dann können sie den Leinenstoff draus machen. So. Gut, dann brauche ich jetzt die Spitzhacke hier, die. Hacke? Hab ich doch? So. Will den Boden ja nicht verprügeln hier. So. Machen wir das Kohlfeld noch fertig. Und dann ist leider Gottes die Woche schon wieder rum und die Folge schon wieder zu Ende und. Ach, es wurde ja, also ich eigentlich, also zwei Folgen am Tag, ja. Wenn das Spiel eigentlich so viel Spaß macht, ne, warum nicht, ne? Ah, ich muss mir das wirklich überlegen. Aber die Zeit ist halt eben, ne? Die Zeit ist quasi der limitierendere Faktor. Kohl eingesät und dann haben wir nämlich ein Kohlfeld noch. Da ist jede Menge Kohl, Kohlsamen über. Und ich könnte noch kochen jetzt. Könnte jetzt Zwiebelsuppe noch machen. Was mich natürlich interessiert an der zweiten, ist natürlich das Ganze mit dem Backen und so. Ne? Wenn ich dann Mehl herstelle, gucke, was ich denn da kriege, wie das Brot funktioniert und was das bringt. Und wenn wir dann Zwiebelbrot machen können und sowas, und das wäre natürlich alles toll. Oder dann halt eben halt auch mit Fleisch noch und Brot und so. Da gibt es wahrscheinlich die verschiedensten Sachen, die man da machen kann. Freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich wirklich drauf. Und dann müssen wir uns mal noch. Ja gut, aber da komme ich auch noch zu. Der Sommer ist noch lang. So, gut, und der Herbst auch. Da sind wir hier fertig mit dem Feld. Das heißt, dieses Feld und dieses Feld, da wird ein Roggen drauf gemacht. Wir könnten theoretisch nächstes dann nochmal mit. Also ein Kohlfeld mehr machen, damit wir noch ein bisschen mehr Kohl verarbeiten können, damit wir mehr Suppe haben oder sowas. Hier sieht man auch, sind etliche Bäume gewachsen, die wir umhacken können. Das ist auch schon mal ganz gut. Da sind wir dann auch ganz gut dabei. Denn wir brauchen hier noch jede Menge Holz. Also da sind noch einige Wände zu tun. Aber es sieht schon mal nicht schlecht aus, die Taverne. Taverne 2 und dann gibt es noch eine Taverne 3 nachher später. Da werden wir nochmal was machen. Und die Nähstufe werden wir auch nochmal erneuern müssen. Ja. Ich würde sagen, die Folge ist an dieser Stelle vorbei. Wir gucken ganz kurz mal hier rein. Vergammeltes Fleisch gibt es auf jeden Fall. So, dieses vergammelte Fleisch. Ich gucke jetzt mal, ob ich daraus jetzt Dünge machen kann oder nicht. Ohne ob ich wirklich vergammelte Komplettspeisen brauche. Tierfutter, Dünger, verdorben. Ich hab da aber was Verdorbenes in der Tasche, oder nicht?
verdorben, oder? Oder muss das noch länger? Das hat jetzt 100%. Na gut, wir gucken mal. Ich werde das jetzt immer noch mal dann feuern lassen. In der Kiste werde ich jetzt ablegen noch mal und gucken, was da draus passiert, wenn das noch weiter geht. Noch weiter runter ist. Vielleicht hätten auch einfach die... Hätte ich das noch gar nicht wegschmeißen brauchen. Vielleicht ist das ja dann, wenn das 0% hat, dann weg oder so. Kann ja auch sein. So, wir legen es erstmal hier wieder rein. Die Sense, achso, und die Steinhack und die Sense, nee, ach, und die Werkzeuge lassen wir mal hier. Das ist nicht mein Haus. Stimmt schon. So, F und Steinhacke brauche ich auch nicht mehr jetzt. Und die einfache Tasche brauche ich erstmal auch nicht. So, die Zwiebeln, die kann ich natürlich noch in den Mittelladen hier legen. Und die Kiste ist auch bald voll, ne? 94 Kilo sind hier drin, ne? Beeren, was sind das für Beeren? Sind die denn reif oder nicht reif? Ach ja, ist ja Sommer, ne? Stimmt. Muss ich noch umstellen, dass die alles nur noch, dass die nur noch Beeren sammeln, gar keine Pilze. Jetzt gibt es gar nicht so viele Pilze, ne? Weiß nicht. Mal sehen. Zwiebeln. 12 Kilo, die kriege ich. Ja, kriege ich hier noch ein. 12 Kilo Zwiebeln haben wir. 2 Kilo Mehl haben wir ja auch schon. Mehl wird doch nicht schlecht. Interessant. Fleisch mit Soße haben wir noch 9 Mal, okay. Wollen wir was essen? Ja. Haben wir noch 9 Mal, aber wir können natürlich Fleisch mit Soße schon wieder herstellen, weil wir ja Zwiebeln haben. Und Fleisch haben wir auch. Sehr gut. Müssen wir bloß braten, das Fleisch. Mache ich das jetzt am Ende der... Nee, das mache ich heute Nacht. Machen wir dann... Das machen wir dann... Muss ich wieder eine Folge auf einer Nacht enden lassen, ne? Da kann ja auch... Kann ja die nächste werden, denn. Gut, also wir müssen uns ein bisschen Holz voranschaffen, damit wir da noch drankommen. Ich denke mal, die Bäume, die hier stehen in der näheren Umgebung, sollten dafür ausreichen, dass wir genügend Rundholz rankriegen, dass wir das hier sozusagen fertig gebaut bekommen. Ist ja jetzt schon, naja, ist ja, sieht ja schon ganz gut aus. Alles klar, das wird's gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich mache mal hiervon noch ein Foto. Ich muss generell noch ein paar Fotos machen. Im fertigen Steinhaus kann ich auch noch ein Foto machen. So. Dann haben wir noch ein paar schöne Screenshots hier. Dann haben wir in der Schmiede haben wir den einen Tag mal was gemacht. Auch noch ein Bild von machen. So. Und dann haben wir den Sägebock irgendwann mal entdeckt. Nein, die Bilder werden jetzt nicht, die werden nicht zu den Folgen, glaube ich, passen, so chronologisch, aber naja. Wir werden sehen. So, ich weiß auch nicht mehr, in welcher Folge ich den Bären getötet habe. Das muss ich mir ja natürlich auch noch ankreuzen, dass ich das nicht geschafft habe und so. So, ich kann mal ganz kurz gucken, hier, wie ist überhaupt die Quest-Reihe? Einfallsreichtum. Ah, da muss ich noch ein bisschen was machen. Okay. Da ist nichts. Hier muss ich mit ihm reden wieder. Belohnung 20 Eisenfalle. Nochmal? Na gut. Egal, macht nichts. Wenn ich die kriege von ihm, ist ja auch gut. Vielleicht dann geht dann noch was. Bis dann. Tschüss.